Diese Ausstellung ist zum 40-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik China entstanden. Das heißt, der Kurator dieser Ausstellung, Herr Fang Juning, wollte eine Sache zeigen. Er wollte zeigen, wie China sich in den letzten 10 Jahren der Welt neu gezeigt hat, neu erfunden hat und vor allen Dingen ab jetzt die Weltarchitektur beeinflussen wird. Es besteht die Möglichkeit, dass China einen Teil seiner langen Tradition und Kultur durch diese brachiale Modernisierung verliert. Andererseits ist die gleiche Umwälzung, die gleiche Modernisierung in den 60er bis 80er Jahren in Japan erfolgt, später in Seoul, in Korea. Und auch hier ist es nichts weiter als ein Ausdruck der neuen kulturellen Formen, die China gerade für sich findet und wie es sich in der Welt platziert. Wo es endet und wo es hingeht, stellt auch Fang Juning in seinem Vorwort in Frage. Das werden wir im Jahr 2020 sehen.